Hallo und herzlich willkommen zu Evo TV und einer neuen Folge von Horoskop deiner Persönlichkeit. In diesem Blick in deine Persönlichkeitstypen geht es darum, warum du dir so schwer tun kannst, deinen eigenen Weg zu finden. Und wie es deinem Evo-Typen damit geht, das verrate ich dir gleich. Sei gespannt. Hallo, ich bin Annelie Eick, die Entwicklerin der Evo-Typen-Methode und wir starten gleich mit unserem Zitat in diese Folge. Es ist von Lao Tzu. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Bitte verzeih es mir, wenn es falsch ist. Aber das Zitat, das kann ich. Es heißt, nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Ja, es gab es ja wirklich die Zeiten ohne Navigationsgerät und Smartphone im Auto, als noch keine Stimme einem nett und geduldig den Weg gewiesen hat und auch nicht beim 10. Mal bitte wenden die Geduld nicht verloren hat. Für mich, die einen doch eher rudimentären Orientierungssinn hat, waren das damals schon sehr schweißtreibende Autofahrten. Und ja, die guten alten Zeiten, ich habe halt wirklich einen Orientierungssinn, der geht gleich null. Und mir ist es so oft passiert, dass ich verzweifelt im Nirgendwo stand auf dem Weg zu einem Kunden, den Termin im Nacken und wirklich nicht die leiseste Ahnung hatte, wo ich hin musste. Und ja, ich mittlerweile zwar schon den ganzen Ort gekannt habe, weil ich mich tausendmal verfahren habe, aber eben nicht die richtige Straße gefunden habe. Zum Glück gab es damals wenigstens schon Handys und dann habe ich immer meinen Mann zu Hause angerufen und habe gesagt, Schatz, schau mal bitte auf Google Maps, wo ich bin und wo ich hin muss. Meine Rettung. Und ja, natürlich, du hast recht und auch mein Vater, der das immer wieder sagt. Ich hätte mich natürlich vorher, bevor ich losgefahren bin, intensiver mit meinem Ziel auseinandersetzen müssen. Dann wäre ich vermutlich auch schneller angekommen. Ich habe halt oft einfach nur Google Maps ausgedruckt und die Zettel irgendwie verknittert neben mir auf dem Sitz liegen gehabt. Und das ist nicht so einfach, wenn man fährt, dann so auf die Zettel zu gucken. Aber das ist genau unser Thema. Ziellosigkeit ist im Leben die häufigste Ursache für Depressionen. Ziellosigkeit können wir gleichsetzen auch mit Sinnlosigkeit. Und das ist ein absolutes Phänomen unserer heutigen Zeit. Ein Navi würde gar nicht funktionieren, so wie wir oft unser Leben verwenden. Ohne Start und ohne Endpunkt gibt es keine Route. Zumindest keine geradlinige, keine schnelle und keine erfolgreiche. Ja, und im Leben funktioniert das auch nicht ohne Ziel. Warum die meisten dann trotzdem einfach losrennen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich immer wieder die Frage bekomme und dass diese Frage tatsächlich einen Großteil der Menschen umtreibt und sie lautet so in der Art, immer wieder fühle ich mich völlig orientierungslos und weiß nicht, was ich eigentlich will. Wie finde ich meinen Weg? Und diese wichtige Frage, die werde ich dir jetzt zu deinem Evo-Typen beantworten. Wir starten mit Christina von Schweden und Alexander dem Großen. Um wieder Orientierungssinn in dein Leben zu bringen, ist deine erste und wichtigste Handlung, dir mal völlig klar zu machen, wie du gerade lebst und was an deiner jetzigen Lebenssituation nicht passt. Bei dir ist es nämlich extrem wichtig, dass du dich nicht länger verstellst und dass du auch nicht länger gegen deine Bedürfnisse lebst. Und ja, ich weiß, du bist sicherlich da sehr genügsam und hast vielleicht gerade gar nicht das Gefühl, dass es so wäre. Aber Tatsache ist, du brauchst Bewegungsfreiheit, du brauchst Naturverbundenheit und etwas, wo du wirklich anpacken kannst, ohne ständig unter Druck zu stehen. Frag dich einfach, wie sehr trifft das im Moment schon zu? Elisabeth von England und Maximilian von Bayern. Du neigst dazu, viel zu grübeln und dich dadurch immer verwirrt zu fühlen. Bleib unbedingt mehr in der Realität und mal dir nicht die Dinge aus, die nur in deinem Kopf stattfinden und so, wie du sie dir da zurecht denkst, vermutlich nie eintreffen werden. Was sie aber tun, ist, dass sie dich von der Umsetzung abhalten. Wichtig für dich ist zu verstehen, du findest deinen Weg nicht, wenn du einfach kopflos in den Wald hineinstürmst und nach 3 Metern wieder umdrehst, weil du dich sowieso verlaufen hast. Du musst wirklich Schritt für Schritt loslaufen und dich dann immer wieder neu orientieren. Ich weiß, das kostet Mut, aber geh los und schau, wohin dich der Weg führt. Sissi von Österreich und Friedrich von Preußen. Ja, ich weiß, es ist ganz wundervoll, viele Interessen und Talente zu haben,
Aber wenn du den Wunsch nach einer klaren Richtung im Leben hast und dich immer wieder verzettelst, dann ist es ganz, ganz wichtig, einmal Inventur in deinem Leben zu machen. Wie viele Dinge, die du tust, für die du dich interessierst, die du anfängst, entsprechen dir denn wirklich? Wie lange begeistern sie dich? Auch für dich gibt es klare Richtlinien, die bestimmen, ob du mit einer Sache glücklich wirst und länger dran bleibst oder eben nicht. Und diese Bestimmungen, diese Richtlinien, die findest du in den Werten deiner Persönlichkeit. Luise von Preußen, deine Orientierungslosigkeit liegt sehr oft daran, dass du dich im Alltag zu sehr selbst aus den Augen verlierst. Dein Fokus liegt zu viel auf deinem Umfeld und auf den Menschen, für die du dich verantwortlich fühlst. Und dann richtest du dein ganzes Denken, Fühlen und Handeln danach aus. Verändern sich aber die Umstände, vielleicht weil bestimmte Menschen deinen Einflussbereich verlassen, dann stehst du ganz schnell vor einer großen Leere. Du findest deinen Weg, wenn du dir die Zeit für dich selbst nimmst und beginnst, deine Potenziale mal wirklich zu sehen und dann auch im nächsten Schritt anzunehmen und umzusetzen. Katharina die Große und Karl der Große. Wenn es dir an Orientierung im Leben fehlt, dann hast du eine deiner größten Stärken einfach vergessen. Wenn du dir nämlich die Zeit nimmst, dich wirklich auf deine Ziele zu konzentrieren und wenigstens mal eine so konkret wie möglich formulierst, dann wirst du sehen, wie schnell du einen Umsetzungsplan für dich erstellt hast. Mache diesen so genau wie möglich, aber am Anfang auch recht einfach und dann halte dich da mal dran. So kommst du in die Umsetzung und dann hast du auch erste Erfolgserlebnisse, auf die du dann aufbauen kannst, um immer größere Ziele anzugehen. Kleopatra von Ägypten und Ludwig von Frankreich. Bei dir gibt es immer mal Zeiten der Verwirrung und dann hast du das Gefühl, völlig im Dschungel verloren zu sein. Atme dann einfach mal tief durch und schau dich mal um. Du wirst eine ganze Menge Wege um dich herum entdecken. Mir ist schon klar, dass dich das jetzt nicht weiterbringt, denn du wirst diese Wege nicht gehen, weil du nämlich meinst, keiner davon ist optimal, keiner davon ist der schnellste und keiner davon ist der erfolgreichste. Nur, du kannst das ja gar nicht wissen. Auch du musst den Weg erstmal gehen, um zu sehen, wo er dich hinführt. Und unterwegs bist du es dann, die bestimmt, wo du abzweigst, wo du umdrehst oder wo du einfach den Weg betonierst, um schneller voranzukommen. Wenn du deinen Ego-Typ noch nicht kennst, dann findest du hier im Video und natürlich in der Videobeschreibung den Link zum Ego-Typen-Test. Er ist kostenlos für dich und es gibt natürlich auch eine ausführliche Auswertung dazu. Starte ihn doch gleich mal und schau, ob das Horoskop von heute auf dich gepasst hat. Und nun zu deiner positiven Intention für die Woche. Je genauer mein Ziel, desto entspannter die Reise. Ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen, wenn es darum geht, dem Schicksal nicht alleine die Macht über dein Leben zu geben. Und bevor du jetzt gehst, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von dir freuen und schreib mir gerne, wie es dir mit dem Horoskop der Persönlichkeit geht und ob du Fragen zu deinem Ego-Typen hast. Und denk daran, den Kanal zu abonnieren, damit du auch die nächste Folge von Horoskop der Persönlichkeit bekommst.